Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start mit unserem Freundchen Lincoln Clay. Nachdem wir in der letzten Folge die ersten beiden Vollstrecker von den Leuten rausgeholt haben, von der schwarzgebrannten, die wir überzeugt haben. Und dann ein bisschen wieder mit den Cops gespielt haben, die hier immer noch so ein bisschen rumschleichen. Begeben wir uns natürlich jetzt mal erstmal in die Höhle des Löwen. Wir sollen nämlich den Koffer ausrauben. Hey, wenn ich weiß. Ich vermeide die Typen eigentlich ganz gerne, weil die wirklich sehr hartnäckig sind. Manchmal, wenn die direkt auf die Reifen schießen. Diesmal konnte man Gott sei Dank unten im Hafen ein bisschen entkommen. Das ist super. Aber jetzt müssen wir tatsächlich mal in die Cop-Bar. Ja, wie wir das jetzt anschauen? Keine Ahnung. Hier ist das Revier. Das ist auch nicht so ganz koscher. Das wäre... Ach komm, jetzt wird scheiß auf. Ja. Wir müssen jetzt da irgendwie rein. Alter, nein, oder? Alter, wer kommt auf die Kinderkacke? Wie soll die Bar ausrauben? Wie? Das ist... Ja, reinkommen wir natürlich. Gehört? Der Blödarsch hat sich bei Barbieri total verschuldet. Wurde zuletzt die Seenotze bei Robert gereicht. Schade an alle Einheiten in der Umgebung von Irish Point. Wir haben ein Tötungsdelikt in der Gegend, falls jemand Zeit hat. So. Ich werde zum Helden, wenn ich dich umbiete. Bin in Schussposition. So, das ist eine super Idee, wenn ich... Scheiße, was? Wie soll ich das denn anschillen? Der Kopf ist einfach angechillt. Wie soll ich das denn jetzt anschillen? Tatsächlich. Wie soll ich eine komplette Bar mit Cops und Gegnern auseinandernehmen? Das ist eine super Idee. Ah, ja, ja, ja. Das war natürlich nicht so die Idee. Ich brauchte eine bessere Deckung auf jeden Fall. Ich habe 2003... Willkommen in meiner bescheidenen Bude. Ja. Besuchen wir Quicks, brauche ich jetzt gar nicht. Das kennen wir nämlich schon. Scheiße, 2300 Dollar verloren. Ich verliere aber gerade die Hälfte. Ja, aber wie? Wie zur Hölle soll ich das machen? Wie zur Hölle soll ich das anstellen? Gut, dass die hier so ein bisschen um die Ecke ist, aber ich meine, ich weiß auf die Kohle jetzt, wenn ich hier nicht bin. Ich hab ja genug Waffen. Das sorgt mich gerade so ein bisschen. Ich muss das. Kann ich da nicht ohne. Warte mal, das ist, glaube ich, blöd einfach. Ich komme rein, kommt ich nicht. Ich sehe noch recht gut. Und da unten ist es noch nicht. Reden verboten, Bro! Pass auf, wo du hingehst. Hier geht's gleich los. Eine technische Auseinandersetzung gemeldet in Irish Point. An alle Einheiten in diesem Gebiet. Schaut mal vorbei, wenn ihr es einrichten könnt. Ich mach das jetzt anders. In der Umgebung von Irish Point. Wir haben ein Tötungsdelikt in der Gegend. Ja, die sind eh schon da. Reich dich hinter ihnen! So, jetzt, ich,
Was? Ach, da war doch einer reingekommen mit. Ja, ich bin der Beste. Ich hab den habe ich nicht mitgeschnitten, dass der mit reingekommen ist. Ich dachte, ich hätte sie alle gehabt. Aber dann rutscht da noch einer rein. Ich dachte mir, ich wäre schön in der Toilette sicher. Können wir die Steppers der wegsnacken. Und in dem Moment, wo ich den einen um die Ecke hole, steht er noch und verlässt wieder Feier wie so ein King, Alter. Aber wie soll ich das machen? Und wieder. Ja, der Mann des Jahres, der gerade Probleme hatte, scheiß Bar auszurauben. Und ich habe nur noch 1000 Dollar. Den bin ich immer schön 50% weg von der Kohle. Ich hatte mal 11.000, die hat er mir tatsächlich mittlerweile runtergenommen. Wie soll ich da rein? Super, wie soll ich das machen? Habe ich keine Munition? Ich habe keine Munition mehr, ne? Warte mal, ich habe doch meine Helferlein, ne? Könnte ein bisschen Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wolfer. So, ich brauche dringend natürlich. Schafft. Sag mir mal, was du hast. So, ich habe Munition geholt. Das ist erstmal das Wichtigste. Hauptsache, ich habe Munition. Das ist erstmal. Die Frage ist. Ja! An alle Einheiten. Jetzt vergiss es jetzt. Och, leck mich doch! Oh, das ist doch zu kotzen, Alter. Wie soll ich das denn auf die Reihe kriegen? Wie soll ich die scheiß Bar ausrauben? Der Junge hat mein Geld gerade eingestellt. Das Problem war, der bei einem so ewig braucht, anstatt dass der dann. Oh Mann. Und in den zwei kommen noch zwei andere rein und ich krieg's nicht alle drei gleichzeitig weggeholt. Ja, ich hab 175 Dollar. Scheiße, weil ich einfach keine Kohle mehr habe irgendwann. Ich verliere meine komplette Ausrüstung, weil ich ständig an diesen Missions fehle. Das kackt mich gerade einfach ran.
Vor allem spawnen die auch Idioten immer neu. So, ich mach den mal auf. So, die Frage ist, krieg ich die wieder zu? Nee. Ja, jetzt wird die Kohle raus. Die Frage ist, komme ich da jetzt... Ich komme nicht rein, ne? So ohne Probleme. Hier nichts verloren. Das hier ist Sperrstoff. Ja, super. Wir haben ein Tötungsdelikt in der Gegend, falls jemand scheitert. An alle Einheiten in der Nähe. Geh runter. Oh Mann! Ja, ich habe keine Chance. Mann, weil die mir alle auf den Piss gehen, ey! Da kommt nicht einer, nö, da kommt direkt 20 hinterher! Oh Mann! Ey, ich kann diese Bar nicht ausrauben, das bringt doch nichts. Die sind doch sofort da mit 50 Mann. Hauptsache, meine Munition spendet, mein Geld spendet, aber wenn ich da zurückkomme, sind die wieder alle komplett. So, dann müssen wir das ganze Ding einfach noch ein... Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. So. Nimm doch einfach alles an Geld. Komm, nimm doch einfach alles an Geld. Das ist doch in Ordnung. Die 97 Dollar, die hätte er jetzt auch noch haben können. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Nee. Mann. Nee, ich habe jetzt noch keine Ahnung. Ich fail heute gerade nur. Ich sterbe gerade nur. Ich fehl gerade nur, weil mir das alles gerade mittlerweile auf den Piss geht, ey. Hier ist natürlich auch nichts zur Munition auffüllen, nö. Die ist ja komplett weg am besten. Ich habe kaum Munition noch. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Weil man sich ja vor die Karre wirft. Achtung! Oh, ich muss mich vor das Auto werfen. Die Frage, muss ich da überhaupt durch? Pass auf! Pass auf, wo du deine Pfoten hast. Die Frage ist, ja, ich muss da wahrscheinlich. Oder gibt es da irgendwie einen Hintereingang, wo ich die. Ich gehört, der Blödarsch hat sich bei Barbieri total verschuldet. Da drüben! Er schießt den ab! Da ist er! Auseinandersetzung gemeldet in Irish Point. An alle Einheiten in diesem Gebiet. Schaut mal vorbei, wenn ihr es einrichten könnt. Zentrale an alle Einheiten in der Umgebung von Irish Point. Wir haben ein Zentrumsdelikt, falls jemand Zeit hat. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Oh Mann! Du brauchst da nicht hingehen. Nö, da läuft man lieber noch ein bisschen gegen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll.
Weil die mir echt langsam alle auf den Sack gehen, weißt du? Und ich bin nur am Sterben, die ganze Zeit nur am Sterben. Wie soll ich eine fucking Kopfbar ausrauben? Weil sofort jeder kleine Pisser da irgendwie war. Oh, wir müssen die Cops rufen. Und da kommt nur mit 20 Streifenwagen. Ich kotze gleich. Ich hab keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie soll ich die Kackbar ausrauben? Oh mein Gott, dann nimm doch die komplette Kohle. Meine. Du hast noch 50 Dollar verloren. Muss ich die scheiß Bar ausrauben? Ich weiß nicht, ich mach die scheiß Bar nicht. Interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Es dauert zu lange. Das ist jetzt unnötig. Du hast kaum Munition auch, weißt du, musst so eine Kopfbar auseinandernehmen, weißt du? Wofür? Ist doch klar, dass man keine Chance hatte. Wie soll man denn da reinkommen? So, ich muss die Lager zerstören. Die Frage ist, habe ich noch Munition? Ne, ich habe kaum Munition, ne? Ich könnte Verstärkung brauchen. Und mein Kumpel Vito meint, ihr seid ziemlich harte Jungs. Nun, Vito hat nicht Unrecht. Im Gegenteil. Er hat absolut recht. Wir haben etwas Zeit, um dir zu helfen. Ja, scheiße. Warte mal, ich habe ja genug gefallen. Oh, ich könnte die Bar... Warte mal, ich könnte die... Ich nehme das Ding jetzt auseinander, wenn ich Zeit habe, versuche ich doch... Der hat mir nicht gut, dass jetzt hier läuft, nämlich die Bahn da auseinander. Deswegen ist das der perfekte Auftrag hier. Wenig Stress, anständige Kohle. Willst du denn nicht was... Siehst du hier irgendwo ein Willkommensschild? Vielleicht so... Und was macht ihr jetzt? Achso, die helfen mir jetzt gerade dort. Formiert euch hinter mir! Los geht's! Jawohl! Genau! Die helfen mir! Die lieben mir gerade die vergiftete Pause! So kann ich das mit dem Kopfding machen! Da machen wir die nämlich als nächstes. Ich helfe dann. So, und jetzt? Das wird jetzt. Zerstöre die Schwarzbrennerlager. Okay, die machen wir zwar in Ruhe. Die nehmen wir jetzt mal gerade. Die nehmen wir jetzt gerade die komplette das komplette Lager. So. Dankeschön für die Hilfe. Habt ihr jetzt gerade alle Gegner auseinander gesnackt? Das ist gut. Super. Die Waffe nehme ich mit. Gut, dass ich noch ein paar gefallen habe. Das heißt, es kann noch. Okay, das sind meine Leute. Dann mache ich das gleich anders. Okay, dann machen wir heute eine etwas längere Folge. So, das mitnehmen. Ah, 500 Dollar, super. Haben wir noch nicht. Aber ich habe hier eine Schutzweste, das ist gut. Die kann man nur gebrauchen.
So, die Frage ist... Achso, das sind die ganzen Lager. Warte mal, dann machen wir das anders. Jetzt gehen wir dem Gefallen, gehen wir zurück zur Bar. Die machen wir auf jeden Fall noch. Und dann holen wir uns die Gefallen, holen wir uns die Kollegen. Aber... Warte mal, da machen wir den aber die noch, das Ding hier kaputt. Fällt mir gerade auf. Oh, hier ist doch irgendwas noch nicht ganz in Ordnung. Warte mal. Aber wir machen das in der nächsten... Wir machen... Oder ich glaube, wir machen die Bar sogar in der nächsten Folge. So... Was? So, keine Ahnung. Frag mal. Die jetzt komplett runter, fast auf null. Hier nehmen wir mit. Zack. Wo liegt denn das Geld? Oben oder was? Hab ich das gerade übersehen? Habe ich hier immer noch einen Gegner übersehen? Zack. Noch mal ein bisschen was mitgenommen. Muss immer noch ein Bild sein. Ja, Nummer 3. Nochmal Geld, 1.500 haben oder nicht haben, ne? So, dann fehlt es noch 4.300. Das Ding unter uns, aber wo ist die Kohle dann hin? Ich frage mich, wo ist denn der Typ? Muss das hier draußen irgendwo sein. Wo ist der hin? Der ist hier irgendwo, ne? Ist abgehauen. Da ist der. Ist der denn jetzt? Hier ist er. So. Da ist der Typ gewesen. So. Gut. Wunderbar. Dann haben wir den auch weg.
Sorry, wenn das jetzt gerade ein bisschen länger gedauert hat manchmal. Wo ist denn die Kohle? Da liegt das Geld. Also das sind normale Leute, okay? Oder sind das jetzt Gegner wieder? So, dann haben wir die jetzt auch erledigt. Dann gehen wir zum... Ne, hier ist noch einmal Geld. Innen. Da. Sorry, ich versuche das jetzt ein bisschen gründlicher zu machen. $250. Und dann müsste das Ding hier eigentlich komplett leer sein. Würde ich mal so ganz spontan sagen. Gut. Und dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sind zur nächsten Folge wieder bei Let's... Nein, sind wir nicht. Aber jetzt. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann versuchen wir das doch mal mit der Koppa. Bis dann und tschüss.